Als steirischer Abgeordneter ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, auf das Thema Schubhaftzentrum Leoben einzugehen. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass die Menschen dort von niemandem der Großparteien gehört und weder von den ÖVP noch von der SPÖ. Die SPÖ Steiermark verhält sich hierbei ohnehin wie ein Wasserschlauch. Noch im März dieses Jahres hat eine Landesleitung der SPÖ beschlossen, es gibt kein Schubhaftzentrum im Bezirk Leoben, nicht mit der SPÖ Steiermark. Im Herbst dieses Jahres, im September, geht ein SPÖ-Bürgermeister aus der Stadt Vordernberg oder aus dem Markt Vordernberg her und fordert es für seine Gemeinde ein. Daran erkennt man, wie biegsam die SPÖ Steiermark ist und ihrem Landeshauptmann Franz Wobes, der sich immer so gerne als steirische Eiche darstellt, aber in Wahrheit mehr einer Trauerweide ähnelt. Das ist unfassbar schäbig, was Sie den Bürgern antun und vor allem mit welchen Unwahrheiten Sie sich selbst gegenüber und vor allem der Bevölkerung arbeiten. Einzig die Freiheitliche Partei ist es, mit ihrem Landesparteiobmann Gerhard Kurzmann, mit den Gemeinderäten aus Leoben, insbesondere dem Gerd Krusche und dem Kameraden Weinberger in Vordernberg, die das schaffen, was andere nur propagieren. Sie schaffen eine Bürgerbefragung im Markt Vordernberg. Sie gehen her, sammeln Unterschriften und erzwingen, dass die Politik jene Menschen fragt, die betroffen sind, die Bürger dieser Gemeinde. 140 Unterschriften wurden gesammelt und es ist gemäß dem Gesetz eine Bürgerbefragung durchzuführen. Und da werden wir sehen, was herauskommt. Das ist zu entscheiden und zu akzeptieren, keine Frage. Aber warum? Warum machen Sie es nicht von sich aus? Sie könnten das tun, ohne weiteres. Aber wir schaffen es, was Sie nicht wollen. Zur ÖVP. Frau Bundesminister, Sie werden schon langsam wirklich unglaubwürdig. Immer wieder behaupten Sie und propagieren hier im Plenum, ein Schubhaftzentrum sei keine Belastung. Ein Zentrum ist keine Belastung für ein Land. Aber zwei Zentren möchten Sie einem Bundesland wieder nicht aufbürden, das sei wieder zu viel. Also, wenn ein Zentrum keine Belastung ist, 0 plus 0 ist 0, dann dürften auch zwei keine sein. Also ist dann doch irgendwas dahinter. Frau Bundesminister, Sie sind eine Märchentante geworden. Eine Märchentante, und das postuliert sich auch in Ihren Aussendungen, die Sie machen aus dem Ministerium. Ich gehe gleich weiter. Das Märchen von den Arbeitsplätzen und der Rentabilität für die Gemeinden. 176 neue Arbeitsplätze werden geschaffen, steht da drinnen. Was ist wahr daran? Es werden überwiegend Planstellen der Polizei und der Justiz verschoben. Nichts anderes. Da kommen vielleicht 10, 15 Putzplätze dazu für Putzfrauen. Und das soll dann die große Kommunalsteuereinnahme für die Gemeinde sein. Na, Frau Bundesminister, das ist doch lächerlich. Sie wissen ganz genau, dass bei Beamten keine Kommunalsteuer eingehoben werden kann. Und die paar Reinigungskräfte, die es gibt, bringen vielleicht ein paar Euro in die Kasse. Das ist dann schon alles. Das zweite Märchen von der geschlossenen Anstalt. Es werden lediglich Ausreisewillige und keinesfalls kriminelle Schubhäftlinge untergebracht. Na, wenn diese Herrschaften ausreisewillig sind, warum muss ich sie dann in ein Haftzentrum geben? Erklären Sie mir das bitte. Das sind doch alles Märchen, die Sie erzählen. Sie sind meiner Meinung nach ein Abkömmling der Gebrüder Grimm und eher eine Märchentante als eine Innenministerin. Und zum Schluss, meine Damen und Herren, die Menschen in Leoben und die Menschen in der Steiermark erkennen sehr genau, dass die ÖVP und die SPÖ, diese Regierung, dass sie auch nicht nur hier im Bund, sondern auch im Land vorgeführt werden, dass sie hinters Licht geführt und verschaukelt werden. Die Freiheitliche Partei mit ihrem Landesparteiobmann Gerhard Kurzmann ist die einzige Partei, die sich in der Steiermark für die Anliegen der Bürger einsetzt und wird das auch weiterhin tun.